Zack, Zement! Das Warm-up im Brauhaus haben wir sozusagen genossen. Heute, der Markus, der hält jetzt gerade aktuell die Kamera. Du kannst doch mal Hallo sagen, Markus. Tag. Ja, Tagchen. Servus sagt man ja. Heute geht es sozusagen auf die Hüttenkracher in Hattingen. Das heißt wirklich diese Vorstufe zum Oktoberfest. Der Markus hat ja auch ein paar Erwartungshaltungen. Der guckt sich das heute inkognito an. Und dann werden wir auf der Fahrt zu, nach dem Oktoberfest München, werden wir ein kleines Fazit machen und sagen, oh, was möchten wir auf jeden Fall sehen in München? Was möchten wir auf jeden Fall erleben in München? Ich habe auch ein paar Klammern vorbereitet. Das ist nämlich das, was ich aus München mitgenommen habe. Dieser klassische Klammer-Hype. Wir werden mal gucken, ob wir die verkauft bekommen. Und mein alter Anstecker, der ist nämlich sozusagen ausgetauscht worden. Ja, der Ronny hat nämlich ein original Wiesenprinzhemd und eine schöne feste Lederhosen. Und da werden wir gucken, ob die Hattinger das Oktoberfest ein bisschen kopieren können. Denn der Markus und ich haben ja schon ein paar erlebt. Ein einziges, das war relativ gut. Auch da war halt der Klassiker. Statt Essen wurde sofort auf die Bänke drauf und sofort volle Pulle. Und das Essen durfte dann, ja, haben wir halt nicht gemacht, oder? Nee. Gab halt kein Essen. Dementsprechend gucken wir mal heute, wie die Hüttenkracher werden. Und dann sehen wir uns sozusagen nachher noch in einem Kurzvideo wieder. Und dann danach auf dem Weg nach München. Servus, bis gleich. Hammerklang, du bleibst ein Leben lang echt und gut, bist in mein Blut. Hammerklang, da sitzen die Leute beieinander, kehrt mein Gesang, da wachsen wir zusammen. An jedem Ort, da hörst du schon die Musik, daheim im Tal und droben auf die Berg. Selbst der kleinste Bub hat schon sechs Spusi, bei uns da läuft die Welt noch nix verkehrt. Auch noch beim Wirt, da mach mal dann eine Gaudi, um unsere Herz in den Larissa Gris. Und dann beim Heimgehen singen wir noch ein Liedl, weil das für uns noch immer schönste ist. Und wenn der Mond am Himmel lag, dann schrei laut Holz in die Nacht. So, servus, voller Tatendrang, es geht Richtung München. Den Markus kennt ihr ja schon. Jo. Aus sehr bekannten Folgen. Ja. Richtet sich noch häuslich ein, Oktoberfest spezial. Wir fahren nach München. Wir werden auf jeden Fall einen kleinen Smalltalk machen. Wir machen einen Zwischenstopp in Wertheim. So dass wir dann halt halbe Strecke fahren und morgen für die den Rest der Strecke und dann sind wir schon in München. Markus, wie heißt das der Campingplatz? Oktoberfest-Camping. Oktoberfest-Camping. Läuft, also beziehungsweise fährt. So, servus und einen wunderschönen guten Morgen aus den schönen Wertheim. Schönen guten Tag, willkommen zum Smalltalk Markus und Ronny. Ja, wir sprechen einmal über die Kostendimension Oktoberfest. Der Markus kam ja auf die Idee, wir fahren mal nach München. Ja. Und der Ronny sagte, gar kein Problem, ich richte das ein. Und wir haben uns dann entschieden, erstmal Preise zu gucken. Das heißt, wir lagen dann für 3 Nächte in der Nähe von der Theresienwiese so durchschnittlich zwischen 250 und 300 Euro. Dann musste der Markus seinen Urlaub beantragen, fertig machen. Das heißt, es ging ein bisschen Zeit ins Land. Und
Ja, ein halbes Jahr davor. Wann haben wir gebucht? Noch, komm hin, ne? Nee, im Juni haben wir gebucht. Nachdem du im Im Juni? Stimmt. Du hast gesagt, erst den Wagen, dann. Jo. Aber ich hatte dann ein halbes Jahr vorher schon mal Preise nochmal geguckt und da war es ja so, dass die Hotelpreise. Also das günstigste waren 200 Euro. Und das war eine Absteige, sag ich mal. Mit Toilette auf dem Flur, Duschen auf dem Flur, 200 Euro pro Nacht. Und ich hatte ein 3-Sterne-Hotel, Standard, 250 bis 300 Euro. Und ein halbes Jahr davor geguckt, lagen wir dann im Durchschnitt zwischen 650 und 700 Euro. Gleiche Hotelkategorie, ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt. Das heißt, würden wir heute nochmal diese 3 Nächte buchen, über den Zeitraum Oktoberfest hat sich der Preis, also ist geblieben, zwischen 650 und 700 Euro. Aber wir fahren ja nun mal mit einem 5-Sterne-Hotel durch die Gegend. Nennt sich Challenger Venny V217. Und der Markus hatte die glorreiche Idee, Ronny, wenn der Kasten da ist, dann fahren wir mit dem Kasten aufs Oktoberfest. Wir sind ja Machertypen, gemacht und getan. Und letztendlich bezahlen wir jetzt wie viel, Markus, für die 3 Nächte? Ja, 105 Euro, ne? Für 2 Personen damit. Inklusive Duschen, Toilette, alles dabei. Volle Pulle. Das heißt, wir brauchen unseren Kasten ja eigentlich gar nicht benutzen, außer mal die klassische Maß dann mal wegbringen über Nacht. Dass man halt nicht dann irgendwie, aber wir gucken ja eh, dass wir ganz nah Richtung Toiletten und Duschen kommen, dass die Wege kürzer sind. Aber wenn man vergleicht, das sind dann 105 Euro. Wenn ich dann später dann in dem Fazit dann noch die Geschichte Fahrzeugkosten, das heißt Verschleißteile, Service und Co. noch mit reinrechne, Steuerversicherung, dann wird aber trotzdem keine 700 Euro rauskommen, so mal als Super-GAU. Und letztendlich sind wir ja in allen Formen flexibel. Wir haben sozusagen, eigentlich wollten wir morgens um 3 Uhr los und dann direkt durchbrettern. Aber wir hatten dann die Idee, weißt du was, wir splitten das. Wir fahren die Hälfte bis Wertheim und fahren dann am nächsten Morgen nach dem Frühstücken in aller Ruhe nach München, kommen entspannt hin und lassen uns dann sozusagen am Freitag inspirieren. Denn der Markus war noch gar nicht auf dem Oktoberfest. Der Ronny schon. Das heißt, in dem Smalltalk nehmen wir auch so das klassische Ding mit rein. Was erwartet uns da? Oder was erwartet der Markus von einem Oktoberfest? Ja, Bier. Da fangen wir mit der ersten Lektion an. Bier ist zwar schön, aber im Ruhrpott ist es wirklich so, ich sag mal von der Rechtschreibung her, haben die recht. Es heißt Maß. Steinigt mich nicht, aber Maß. In Bayern heißt es aber Moss. Bestellst eine Moss, trinkst eine Moss, also erwartest du eine Moss. Ja. Eine Moss Bier. Ja, genau. Was hast du sonst noch am Schirm? Brezel essen. Lecker Brezen, ja. Vielleicht ein Hebel. Lecker Sete, weil das ist das, was wir jetzt aber wirklich. Wir wollten ja eigentlich auch Rouladen und Klöße essen. Rouladen und Klöße. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwo auf dem Oktoberfest hinkriegen. Ansonsten gehen wir ganz normal in ein Restaurant. Beziehungsweise Hofbräuhaus oder sowas in der Art oder Brauhaus allgemein. Ja, wir gucken mal, was wir schaffen. Also wir haben gesagt, wir gehen relativ flexibel auf das Oktoberfest. Denn auch da ist halt dieser Vorteil. Wir machen das jetzt eben kurz, wir machen nur die eine Geschichte fertig. Wir haben im Ruhrpott halt wirklich verschiedene Oktoberfeste kennengelernt. Ob es in Hattingen-Belper war, das war aber okay. Weil da gab es Essen auf Porzellantellern und nicht auf Papptellern. Dann haben wir nächstes kennengelernt. Will ich gar nicht erwähnen, wie das heißt, ist auf jeden Fall auch in Hattingen an einer berühmten Kulisse, nennt sich Henrichshütte. Ich sag mal, wir sind jetzt Fans vom Bargeld, richtig? Wir sind jetzt richtige Fans vom Bargeld. Wobei ja im Buch eigentlich nicht schlecht war. Da. Das erwähnen wir zum Schluss, das Gute kommt zum Schluss. Also ich sag mal, Chips holen für einen Pfand, für den Mars, Chips für die Garderobe, Wertmarken und. Letztendlich ist es wirklich so, klar, Oktoberfest ist eine Geldmaschine, sind aber andere Feste auch. Malle ist auch eine Geldmaschine. Aber ich sag mal, mit Biegen und Brechen den Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen, hasse ich wie die Pest. Der Markus war auch sauer. Letztendlich sind das dann pro Kopf, bei dir waren es glaube ich dann noch 2 Euro auf deiner Karte, ja. Aber bei mir waren es dann nochmal 30 Euro in der Summe. Das heißt, es sind trotzdem 32 Euro und ich sag mal, die verschenkt man ja nicht.
Und ich sag mal, die Bandgeschichte, ich sag mal, so ein bisschen bayerische Musik. Ein bisschen was, was wirklich, dass dieses Bayern-Oktoberfest, weil das heißt ja nicht, wenn man blau-weiß karierte Decken auslegt oder Servietten auf die Tische packt oder der Klassiker Girlanden oben aufhängt, dass man dann sofort ein Oktoberfest hat. Im Leben nicht. Ich sag mal, fesch aussehen, schon mal Trachten tragen, auf jeden Fall. Von der Deko her sich ein bisschen Mühe geben, ja, Bierzeltgarnitur. Das durften sie angeblich nicht. Sie durften nicht, aber ist nicht schlimm, aber letztendlich, ne, ein Oktoberfest, Bierzeltgarnitur, auf die Bänke drauf und volle Pulle. Auch hier wieder einen lieben Gruß an den Tobias, volle Pulle, ja, super, hä? Ist so ein kleiner Insider. Letztendlich, vom Bier her, müssen wir noch mal gucken, ob das so alles koscher gelaufen ist, denn wir hatten die Vermutung, dass es gar nicht so bayerisches Bier war oder Oktoberfestbier. Aber das ist doch nochmal eine andere Nummer. Aber das machte halt dieses Oktoberfest in der Summe halt super, super, super schlecht, ne? Was haben wir sonst noch? Das Highlight, Markus. Bochum. Ja, Schwärz von Bochum. Ja gut, das war aber dann auch richtig im Festzelt und so weiter. Und ja, muss man ganz klar sagen, war eine andere Nummer. Witzigerweise konnten wir nur ein Jahr mitnehmen, weil es danach einfach nicht mehr gab. Die Internetseite gibt es noch beim Oktoberfest in Bochum. Da tut sich noch leid. 3 oder 4 Jahre nichts mehr. Weil wir sprechen vom Oktoberfest Bochum unten am Kemnader. Vielleicht kriegen wir es mit diesem YouTube-Kanal, mit dem Video dahin, die Veranstalter doch nochmal zu animieren. Das war gut. Die Band war gut. Die haben richtig Gas gegeben. Die haben aber bayerische, die haben Charts, die haben ein bisschen Popmusik gemacht, ein bisschen Rock auch. Ich sag mal, Rühfest ist ja wirklich dann auch so querbeet. Die machen auch so Motto-Tage, ne, auch dann, ja, mit Mickey Krause und sowas, also auch, da kann man sich halt, ne, also die sind ja auch mehrere, ich glaube sogar ein paar Wochen sind die da, ne, früher Oktoberfest. Ja. Ja. Aber das Bochumer Ding, das ist so das, was wir für uns mitgenommen haben, weil auch, das stimmte alles, ne, wir hatten Bargeld, zack, bumm, haben direkt in Ruhe gegessen auch und ich sag mal, das Essen war wirklich deftig. Was haben wir denn da gegessen? Ja, haben wir denn da gegessen, sagt sie mit dem Himmel, Weißwurst haben wir bestellt. Echt? Ja. Guck mal, das schon vergessen, ey. Nach wie viel Maß hast du das nicht mehr gewusst? Ich weiß es nicht. Was ist dein aktueller Rekord? 3. Ich habe 4 geschafft. Ja gut, ich hätte noch gekonnt, war ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie sagen muss, du warst voll oder so. War ich nach 4 Maß auch nicht. Ja. Ich wollte ja noch eine trinken, aber da war ja Schluss. Ja. Auch das ist halt so, letztendlich, das war halt so das beste Oktoberfest, was wir so in Ruhrpott mitgenommen haben. Vielleicht gibt es auch noch andere schöne, aber letztendlich so mal eben Oktoberfest kopieren, ist halt schwer, definitiv. Ja. Aber sonst hat auf dem Herzen, was er gerne mit möchte oder mitgeben möchte auf unserem kleinen Smalltalk. Er hat sich ja jetzt eine Lederhose gekauft. Ja. Eine Lederhose. Nein, nach dem 3., 4. Oktoberfest. Nee, das ist doch keine Riesennummer. Man kauft eine Lederhose, klar. Das Schöne ist, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Dann wird an die große Glocke gehangen, als wenn hier der Papst gerade neu gewählt worden ist. Der Klassiker ist ja wirklich so, man hat ja vorne ganz normal seinen Latz. Das Pinkeln gehen, ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen mit der bayerischen Lederhose befasst, woran erkennst du eine richtige Lederhose, Markus? An Leder, dass die nicht abfährt, wenn man schwarze Hände hat. Ja, auch der Klassiker, diese China-Ware. Ich sag immer, am besten Lederhosen, hast du keine Venenthrombosen. Aber ist halt, ne? Diese China-Ware, ich sag mal, meine kommt da auch aus München, da bin ich extra, was heißt extra runtergefahren. Habe ich auch wieder 2 Fliegen mit einer Klappe gemacht, hab Wiesenprinzhemd, schöne Lederhosen, schönen Gürtel dazu geholt. Aber auch da ist halt der Insider, macht es halt außerhalb der Oktoberfestzeit. Dann könnt ihr schöne Schnäppchen machen. Aber auch das ist halt so, ne? Ich sag mal, Lidl und Co. bietet natürlich auch solche Klamotten an. Ist natürlich immer noch besser als gar nichts, aber dann siehst du halt die Leute aufs Klo gehen, die Knöpfe fallen ab, die Hände sind schwarz oder ne, Farb geht halt ab, ne? Also ich sag mal, ist halt, kostet ja auch nichts, ne? Was kostet so eine Durchschnittshose dann im Supermarkt? 30 Euro vielleicht, ich weiß es nicht. 20, 30 Euro oder was, aber da brauchen wir jetzt auch natürlich nicht viel erwarten. Aber ich sag mal, noch trotzdem,
der Toilettengang, befasst euch vorher mit der Buchse. Das kann natürlich auch schief gehen, weil bis man dann die ganzen Knöpfe auf hat, dann kann es auch zu spät sein. Ne? Da haben wir auch schon die ulkigen Sachen gesehen auf den Toiletten. Was haben wir sonst noch ein Special? Ja, der Klassiker, nie auf dem Tisch. Ne, haben wir auch eine Bande gehabt, die dann mal hinten da drauf sind. Also die Bank ist dafür da, um raufzugehen, zu schunkeln, zu klatschen, wenn nicht sogar mal zu hüpfen, das geht auch. Aber ansonsten, ja, ich freue mich aufs Camping. Also ich sag mal, ne, auch beim Caravan-Salon war es ja auch ein Messegelände, also wir sind direkt am Messegelände München und fahren dann sozusagen mit der U-Bahn. 20 Minuten, sagst du? 20 Minuten, eine halbe Stunde. Laut Gedöns. Laut Gedöns, das ist Ruhrpott, ne? Laut Gedöns immer. Was ist los mit dem Gedöns? Und die Tickets kriegen wir direkt vor Ort. Ne? Ich sag mal, der Campingplatz ist so von der Internetplattform, von der Facebook-Geschichte. Ich packe euch das auch rein als Link. Ist schon echt gut aufgestellt. Die haben auch dann eine Hütte für die Party danach. Oder Party davor, müssen wir mal gucken. Oder zwischendurch einfach so, wie sagt man ja, so zwischen Pilz. Ja, Zwiepi. Und Zwiepi. Wir werden mal gucken. Aber wir haben uns ja schon mit Oktoberfest mehr eingedeckt. Also so ist es ja nicht. Wir haben ja schon was im Kühlschrank. Das heißt, wir haben schon Ware im Kühlschrank. Wir haben sozusagen, wir haben extra gewartet, bis wir Bayern erreicht haben und haben uns dann nochmal eingedeckt. Aber es ist eigentlich nur Kulissenbier. Und eingedeckt. Jede eine Flasche, alles gut. Ja, es wird auf jeden Fall cool. Also das steht fest. Also Duschen und Co. werden wir dann wirklich dann in den Duschzeilen machen. Und Toilette. Einen Shop gibt's, einen kleinen Supermarkt sozusagen. Ne? Ist aber der Infostand, wo man die Tickets kaufen kann. Also es wird auf jeden Fall in der Summe. Wie sagt der Markus nach dem letzten Oktoberfest, er hat noch nie so viel Kohle mit nach Hause genommen. Ja, tatsächlich. Ja, einen lieben Gruß an die Tanja, die freut sich dann immer. Dann kannst du beruhigt shoppen gehen, ne? Oder? Ja, genau. Oder Urlaubskasse. Die hat schon geschafft. Kam ja auch die Kohle wieder nach Hause. Joa. Ansonsten, ich freue mich. Ich sag Servus. Markus, keine Ahnung mal. Ciao. 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 Aber ganz plump. Ruhrpott, ciao immer. Tschüss. Alter. Reinhauen. Ciao, ciao. Nochmal aus dem Cockpit. Servus. Was haben wir noch vor? Ich habe ja mit dem Markus Wolf von Fan for Van auf dem Caravan-Salon hat er sich was einfallen lassen. Er möchte so eine kleine Challenge bauen. Das heißt, ich muss eine Aufgabe erledigen auf dem Oktoberfest und darf dafür in ein renommiertes Zelt, sozusagen dann mit Markus. Ja, werden wir mal gucken, was der Markus da vorbereitet. Also der Markus Wolf von Fan for Van. Und werden dann, ich hoffe, die Aufgabe meistern. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Trotzdem noch. Ja. Trinken wir trotzdem eine Maß, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann trinken wir halt eine. Ja, wie sagen wir das? Verlierermaß? 108 Kilometer, sagt der Markus noch. Dann sind wir in München. Ja, das wäre auf jeden Fall der Plan. Das heißt, Campingplatz. Guck mal, das wäre sozusagen, Markus, der Flixbus und dieser Hobel hier, der Kasten, Flixbox. Also wie gesagt, ich habe ja draußen so einen Kleber Flixbox, der bezieht sich halt nicht auf das, ja, auf den Geschlechtsverkehr, das klassische Flexen, sondern er bezieht sich hinten auf die, ja, thematisiert. Klar muss er thematisiert werden, weil das ist ja, das kennen ja viele, also wir aus Europa sind ja da ein bisschen offener. Also es bezieht sich hinten auf die Schränke, die modularmäßig rausgenommen werden kann oder die Bodenplatte, dass man sich da variabel dann ja, Stauraum schafft oder auch Fahrräder rein können. Ja, wir freuen uns und wir gucken mal, was uns auf dem Oktoberfest alles erwartet. Breakdancer fahren wir auf jeden Fall. Der Markus sagt, wir gucken mal, ob er das noch hinkriegt. Dann wird's schon. So, servus, hier fahren wir raus. Fahrerwechsel am Parkplatz gleich vorne. Läuft. Ciao, ciao. Ja.
Danke. Bitte. Follow me, Auto. We'll be right back.